Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Neuzugängen. Ja, lang ist's her, dass wir die letzte Folge hatten und es ist auch tatsächlich so, dass aktuell einfach weniger kommen wird aufgrund der Sparmaßnahmen, die ich eben ergriffen habe, damit ich dann 2020 mit Goodyear eine erfolgreiche Geschäftsbeziehung starten kann. Allerdings erwarten uns jetzt demnächst noch ein oder zwei andere Videos. Wir dürfen uns also freuen. Heute habe ich ein paar wenige Karten hier. Das sind insgesamt zwei Sendungen, sind fünf Karten, also nicht viel. Das erste war ein Trade mit der lieben Stefania. Sie hat von mir bekommen eine Wiedergeburt, ein Solomon's Judgment in Ghost und ein tausendäugiges Opfer. Und zwar genau einen Tag, bevor die Banlist rausgekommen ist. Deswegen hat sie jetzt unglaublich Plus gemacht, was der dann geht. Ich gönn's hier aber, ich habe dafür bekommen einmal den Topologic Bomber Drachen. Richtig, richtig cool die Karte. Allerdings ist oben die Schrift ein wenig angeditscht, also beziehungsweise ist halt einfach von der Schrift fehlt halt ein bisschen was, weiß auch nicht, oder ist, ihr wisst schon, die Schrift ist ein bisschen abgekratzt, so, aber das sieht man kaum. Ich glaube, auf dem Video dürfte man es gar nicht sehen. Ist auf jeden Fall eine relativ coole Karte, muss ich sagen. Sehr, sehr schön. Aber was mich noch wesentlich mehr freut, ist dieser Knabe hier. Und zwar Gaia-Säbel, der Blitzschatten. Das ist wahrscheinlich die geilste Variante des Gaias, die ich kenne. Finde ich sogar schöner als das Original aus LOB. Extrem geil gemacht, ja. Ich meine, ich mag im Prinzip alle Gaia-Varianten, ich mag die Fusionsvariante, ich mag das Original, ich mag die Xyz, ich mag die Synchro, aber vor allem, gibt es eigentlich eine Pendel-Variante? Ich weiß es gerade gar nicht, ich glaube nicht, oder? Aber wie auch immer, jedenfalls die auch die Link-Variante finde ich unglaublich cool und ja, also sie hat auf jeden Fall unglaublich Plus gemacht, das wissen wir ja, aber ich gönn's ihr, ist okay, habe ich halt Pech gehabt, was soll's. Weiter geht's mit einer Sendung vom Lee Eduard. Ich habe mich ja eigentlich von meinen Händlern sozusagen verabschiedet, aber bei Eduard habe ich noch ein paar Kartenlinien, die reserviert sind, die kaufe ich so Step by Step, nicht so viel, nicht so teuer, immer mal so, dass ich es halt auch direkt zahlen kann und deswegen haben wir jetzt noch drei weitere Karten und die erste ist Des Wolstgulf in Prismatic Secret Rare aus PG, G6, genau. Im alten Layout allerdings schon modern genug, um unten das Holo-Symbol zu haben. Richtig schön im Prismatic Secret. Ich habe natürlich auch die Variante in dem eingegossenen Glaspokal. Sehr, sehr schön. Sieht extrem nice aus. Das Wolfsgulf ist einer der coolsten Drachen überhaupt. Man unterschätzt das Artwork eigentlich, finde ich, viel zu sehr. Wahrscheinlich liegt das daran, dass sie einfach in Gold so sehr gespammt worden ist in dem einen Set und sie durch dieses kitschige Gold sehr billig aussah. Aber ich persönlich finde die Karte einfach unglaublich cool in dem Prismatic Secret Rare. Weiter geht's mit einem Zeitzauberer, ebenfalls in Prismatic Secret Rare. Der ist jetzt aus ME und die nullte Karte, also ME00. Und da liegt da direkt noch ein zweiter bei ihm, aber den hole ich mir dann ein anderes Mal. Es waren auch noch drei Bonuskarten mit dabei, das waren drei Random Rares, die habe ich jetzt hier nicht mit drin. Auch hierfür nochmal danke, Edu. Richtig, richtig cool. Zeitzauberer ist ja ohnehin eine Karte, die bleibt einfach im Kopf. Ne? Also die ist einfach unglaublich individuell. Und ja, es freut mich auf jeden Fall, den jetzt in der Sammlung begrüßen zu dürfen. Also alle Karten, die wir hier sehen, habe ich in der Rarität. Also die beiden sind wirklich tatsächlich die ersten. Das Wolfsgulf ist ein Secret Rare meine erste und der ist auch ein Secret Rare meine erste. Und ich muss sagen, das freut mich natürlich sehr. Und zu guter Letzt habe ich mir noch ein Token rangeholt aus Token 4 und zwar in Super Rare das Yugi-Token hier, das fand ich richtig cool, da liegt auch noch ein zweites. Und zwei Marek-Tokens, allerdings sind die nicht für mich reserviert. Die ganzen englischen und deutschen Reservierungen habe ich ja storniert. Das heißt, da werde ich mir vielleicht noch ein oder zwei holen, wenn denn dann noch welche da sind. Ja, genau. Was steht sonst noch an? Was gibt es jetzt sonst vielleicht noch zu sagen? Mir wurden ein paar Spenden angekündigt. Ich bekomme jetzt demnächst was auch immer. Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich wieder ein paar Holos. Ich weiß es nicht. Zwei Leute haben mir gesagt, dass sie mir was schicken wollen. Mal gucken. Genau, das weiß ich nicht. Ja, das war's gewesen. Ich hoffe, ihr seid mit der Sendung genauso sehr zufrieden wie ich. Ich wünsche euch jetzt noch ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns zum nächsten Video. Macht's gut und bis dahin haltet die Ohren steif.